Leute, willkommen zu einem neuen Video und zwar zu einer Runde QSG. Oder zu mehreren, man weiß noch nicht, wie gut ich mich hier anstellen werde. Auf jeden Fall fragen sich jetzt so einige, hä, Sarah, bist du irgendwie dumm? Oder warum kommt auf diesem Kanal jetzt ein Minecraft-Video? Oder ob ich das irgendwie auf dem falschen Kanal hochgeladen habe? Nein, Leute, habe ich nicht. Ja, das werde ich aber in diesem Video ansprechen, sobald ich den getötet habe. Danke. So, auf jeden Fall habe ich jetzt vor, wieder alles auf diesen Kanal zu bringen, sowohl Real Life als auch Minecraft. So, jetzt denken wieder alle so, warum? Es liegt ganz einfach daran, dass ich zwar genug Real-Life-Ideen hätte, aber irgendwie finde ich das immer doof, immer alles alleine aufzunehmen. Ich weiß nicht, ich finde das immer ein bisschen langweilig. Und immer einen Vlog drehen kann ich auch nicht, weil mein Leben einfach verdammt langweilig ist, um einen Vlog täglich hochzuladen oder sowas. Und ich weiß nicht, ich liege den ganzen Tag nur im Bett rum. Ich weiß nicht, ob da jetzt ein guter Vlog zustande kommen würde. Ist auf jeden Fall was komplett anderes, als wird eine Jurena oder so bei mir wohnen oder ein Feiergoden. Oder ob ich halt alleine hier bin im Ostfriesland. Generell finde ich es auch immer komisch, mit Real-Life-Leuten aufzunehmen. Ich will in Zukunft versuchen, mit Real-Life-Leuten aufzunehmen. Aber ich muss ehrlich sagen, dass das absolut komisch ist. Vielleicht die Leute, die auch YouTube machen, kannst du ja ein bisschen nachvollziehen. Es ist einfach ein fetter Unterschied, ob man jetzt mit Real-Life-Leuten oder mit YouTube-Freunden ein Video aufnimmt. Also, weiß ich, und das ist immer so komisch, weil die YouTube-Leute sind halt in diesem YouTube-Business so, sag ich mal, mit drinne. Die Real-Life-Leute halt so gar nicht und dann ist es irgendwie so cringe und ach, keine Ahnung, ist einfach mega merkwürdig. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Und deswegen konnte ich mich auch nicht wirklich so viel motivieren, dann mich alleine immer hinzusetzen. Und dann kamen irgendwie nur so ein, zwei Videos im Monat und dann dachte ich mir auch so, ja, hä, bin ich irgendwie retarded? Das kann es ja auch nicht sein. So, dass ich meinen Hauptkanal mit 44.000 Abonnenten da sozusagen indirekt lahmlege. Und halt, keine Ahnung, ein paar Minecraft-Videos hochlade. Ja, moin. War ich richtig kassiert. Okay, Leute, was ich vergessen hatte zu erwähnen, ist zum Beispiel auch, dass mir Livestream auf diesem Kanal auch viel mehr Bock macht als auf den anderen Kanal. Was einfach auch daran liegt, dass man hier halt mehr Zuschauer hat und so, was eigentlich offensichtlich ist. Ja, keine Ahnung, ich wusste ja schon vornherein, dass Stream auf dem anderen Kanal komplett anders sein wird, aber ich dachte, das wird mir trotzdem mega viel Spaß machen, aber es macht mir auf diesem Kanal doch nochmal viel mehr Spaß. Deswegen war das auch noch mit ein Grund, weshalb ich wieder auf meinem Hauptkanal Minecraft-Streams bringen werde und Minecraft-Videos und bla 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 bla. Ja, also ich weiß nicht, irgendwie war ich ein bisschen unzufrieden. Da dachte ich so, okay, scheiß drauf, dann bin ich halt wieder ein Mischmasch-Kanal. Eigentlich genau das, was ich nicht sein wollte. Aber mir bleibt nichts anderes übrig. Ich dachte ja auch so, ja, dann werde ich halt mehr Real-Life-Videos bringen als Minecraft. Hat auf jeden Fall sehr gut geklappt, Sarah. Ja, aber keine Ahnung, ist mir eigentlich auch relativ egal, ob jetzt irgendwer rumheult, dass ich jetzt wieder auf diesem Kanal Real-Life bringe. Das Ding ist halt, irgendwie so gefühlt jeder Minecraft-YouTuber hat damals ein Quit-Video mal hochgeladen und wollte keine Videos bringen und nach einer Woche waren so 99% wieder da. Oder nach zwei Wochen. Das habe ich mir nie irgendwie erlaubt, wenn dann war ich dann einfach inaktiv und gut war. Deswegen dachte ich so, okay, dann kann ich mir das mal erlauben. Jetzt staube ich hier nochmal schön ab. Nicht assi ist, aber ich brauche eine gute Runde. Lol. Egal. Ach scheiße, da hat jetzt ja Regeneration, ne? Ist hier eine Angel? Hä? Warum hat keiner eine Angel? Okay. Ich habe keine Angel, ich heule gleich. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr es mir verzeihen könnt, dass ich dann halt nun mal beides wieder auf diesen Kanal bringe. Grüße an Newvex und Erik. Grüße gehen raus. Oh Leute, ich habe mich verswitcht. Ja, moin. Hä? Was ist das hier? Junge, das war der schlechteste Fight in meinem ganzen Leben. Oh. Junge, ne? Ich war... Das war so peinlich. Oh mein Gott. Also Leute, falls ihr gehypt seid, ich werde auch aktiver Videos bringen. Nicht nur zwei Videos pro Woche. Ich werde mir Mühe geben, dass mindestens drei Videos in der Woche kommen werden. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann könnt ihr mich ja abonnieren und die Glocke aktivieren und ein Like da lassen auf Ehrenbasis. Und dann freue ich mich auf jeden Fall, wieder auf diesen Kanal zu starten. Und ja. See you faded, I don't like to fake it.